Weiter geht's heute mit Need for Speed und wir machen mal mit den Cops. Wir haben das Thema. Wir haben einen Interceptor. Wir haben das Thema mit dem Rennen, mit diesem verfluchten, Kuntasch verdammten Rennen. Abgabe. Bewunderung, der einem Mann aus dem norditalienischen Piemont entfahren könnte, wenn er eine sehr schöne Frau sieht. Angeblich war es das Wort, das Nuccio Bertone gesagt haben soll, als er das Design des Wagens zum ersten Mal sah. Ein Prototyp wurde gebaut und auf dem Genfer Autosalon 1971 präsentiert. Der erste Kuntasch, an dem einige notwendige Änderungen wie größere Lufteinlässe am Fahrzeugheck vorgenommen werden mussten, wurde 1974 ausgeliefert. Er ist nicht der erste, aber mit Sicherheit der berühmteste Vertreter des Keilformdesigns und eine der Autoikonen der 80er. Insgesamt 676 Kuntasch LP 5000 QV wurden zwischen 1985 und 1988 gebaut, bevor 1990 der Diablo den Kuntasch ablöste. Mit dem LP 5000 QV erhielt der V12-Motor 4 Ventile pro Zylinder, woher auch die Bezeichnung QV, kurz für Quattro Valvole, stammt. Außerdem stieg der Hubraum auf 5,2 Liter. Die zuvor an der Seite befindlichen 6 Doppelvergaser saßen nun auf dem Motor. Dies verbesserte zwar das Ansaugverhalten, reduzierte aber die Sicht nach hinten auf nahezu null. Ja, gut, weiter geht's auf jeden Fall mit dem Kuntasch 5000 Quattro Valvole. Und zwar ein Lamborghini, den wir jetzt auf der Jagd bekommen, nach einem bösen, bösen Racer. 4 Minuten haben wir Zeit. Wir haben 2 Nagelbänder, wir haben 6 Straßensperren, wir haben 2 MPs. Das heißt, wir haben es mit einem ganz, ganz bösen Jungen zu tun, der uns ja in der Liste steht. Auf der Liste steht. Mal gucken. Verfolgung des roten Lamborghini. Lamborghini. Verdächtige haben mich gerannt. Wir präsieren, ja, das ist ja klar. Einheit am Einsatzort. Noch kann man nichts machen. Ich kann aber gute Töpfe drauf legen. Wenn der sein scheiß Jeep mal weggehabt, nur mit der alte Pferd. Super einfach. Und verändert. Verdächtiger verlässt die Straße. Kontakt. Hau doch mal mit deiner scheiß Karre ab. Verstanden. Straßensperren einhalten direkt vor euch in Stellung. Ja, das ist ganz clever, der Junge. Alle Einheiten, Waffen, Verdächtiger benutzt einen Störsender. Hier kaputt eigentlich mittlerweile. Mein Gott, warum rammt man eigentlich jedes Mal einen Kopfwagen, Mensch? Das ist nicht der erste, der jetzt in die Seite reinsegelt. Alle Einheiten, Straßensperren und Info vor Ort. Ich hoffe, dass der da volle Power reinkratzt. Die Straßensperren wurde passiert. Der ist immer noch auf der Flucht. Ach, das ist schwierig, den zu kriegen. Wir wirklich dran machen, bis er einmal mehr. Wachsthema ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Störsender. Mein Streifenwagen ist stark beschädigt. Boah, der hat ja direkt auf 2 Stück hintereinander gezogen. Die Straßensperren sind vor Ort und auf Standby, oder? Ich kenne aber auch nicht, ne? Der ist echt clever eigentlich. Ganz genau. Straßensperren sind vor euch. Straßensperren 10:50, alle vorrücken.
Wenn ich die weggestanden hätte, hätte ich voll erwischt. Ich habe gewünscht, dass der oben lang jetzt zurück ist. Was gibt denn? Ich komme auch nie mehr von dem, ne? Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Oh Mann, ein Leber. Ja, fuck you, Alter. Glück gehabt. Das war's. Der ist. Jetzt geht das schon wieder von vorne los. Vor allem, weil mir jedes Mal, wir sind rammeln. Du fährst immer die Autobahn und der rammt eine Karre genau vor die Nase. Verfolgung des roten Lamborghini. Sie. Ah ja, genau. Die letzte Sekunde. Der sie hat verzählt. Ja, nimm doch mal deine Scheißkarre da weg. Alle Einheiten, Freigabe für den Einsatz. Wiederhole, hier, freigegeben, over. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Geh mir langsam auf den Sack. Ich schau, dass du mal vernünftig an dem Auto dranbleiben kannst. Dann hat ja der Ergebnis mal so eine Karre da an die Seite. Mein Gott, da haut er seinen scheiß Schirm da rein. Das juckt den auch nicht, ne? Der verliert keinen Schaden. Warum auch? Der verliert keinen Schaden. Weil, nee, ich will nicht den erwischen. Ich hab den Vorteil jetzt erwischt. Die Schadensteinanleitung sind vor Ort und auf der Reihe, oder? So, jetzt bin ich sauer. Ganz genau. Schwarzstarre tun vor euch. Wieso hat der zwei Fotos? Oh Mann, unsere Signale werden zerstört. Warum kann ich die Schwarzstarre durch bin? Weil das wahrscheinlich überweilt. Ich dachte, das gibt vielleicht was überweilt. Ich kann aber auch nichts machen. Ich habe die Regeln, aber ich kann nichts machen mit den Dingern. Weil ich nicht vor das Auto komme.
wenn ich dir mal davor sitzen würde. Halt doch, warte! Hör doch mal mit der Fresse! Oh Gott, Alter, das war mir fast klar! Alle ich hab da keine Chance, den irgendwie zu stoppen. Da gewollt er mir irgendwas machen. Da wird er irgendwas, irgendwas versuchen, da ranzukommen. Hat er wieder irgendwie eine tolle Idee. Aber ich könnte auch nochmal wenden. Nadelbänder freigegeben. Ich wiederhole, Nadelbänder sind gegeben. Over. Hab ihn. Dies war da gar nicht mehr. Da war da nochmal keine Chance. An alle Einheiten, Einsatz abbrechen. Der ist nämlich in der Straßensperre hängen geblieben. Also nicht ganz ohne, definitiv. Mittlerweile. Wir sind sogar befördert worden als Korps, jawohl, ja. So, neuer Bericht. Ich bin befördert worden, jetzt bin ich mittlerweile alt. Als? Patrolman 2. Und das Auto. Lamborghini, ja, das ist der Lambo, den wir eben schon unterwegs, den wir eben schon gefahren sind. Den haben wir jetzt als feste Einheit. Und nochmal was Neues. Alfa Romeo 80 Kompetitionen, mit dem wir ja schon, ja, bei dem legendären Rennen unsere liebe Mühe hatten. Jedenfalls sind wir damit durch. So. Gut. Gut, gut, gut. Ja, ansonsten stehen jetzt nur noch Stelleinsätze. Nein, steht jetzt nicht. Noch ein Kassier haben wir noch. Mit der Viper. Jetzt sind wir nämlich auf unserer eigenen Einsatz und wir dürfen endlich mal wieder mehrere Racer jagen. Sorry, dass ich den jetzt wegdrücke. Das war jetzt ein bisschen voreilig. So, dann fahren wir das Ding jetzt auch durch. Und dann haben wir nochmal Racer 2 Einsätze und dann müssten wir eigentlich durch sein. Für heute. Zumindest. Das geht ja dann quasi. Also für mich, für heute, wie auch immer. Ne? So, auf geht's wieder. Wieder mein Rennen. Ein kleines, süßes Rennen stoppen. Haben Sie zur Verfügung 2 Helis und 5 Straßensperren. Na gut, okay, auf geht's. Los geht's. Warum auch immer ich dich eigentlich mehr, noch mehr... Warum ich dich noch mehr zur Verfügung hätte. Hätte gesagt, 7 Autos sind insgesamt, okay. Ja, und wenn dann nicht doch ein anderes Auto wäre, dann hätte ich den Porsche jetzt auch noch weggefahren. Hätte ich den Porsche mal kurz von der Seite weggecheckt. Na gut, dann. So, dann geht's jetzt mit dem Heli los. Luftverfolgung, Sie haben Einsatzfreigabe, over. Ich
Scheiße, das war kein von den Gegnern. Ich habe den Porsche gesehen, der war der da rumgeflogen ist. Mist. Ziel ist in einen Tunnel gefahren. Wir versuchen ihn auf der anderen. Alle Einheit, wir müssen einen Energieanschluss verlegen. Seid vorsichtig. Hab den Ammo schon gesehen. Hab den noch mal nicht. Den scheiß Lieferwagen habe ich diesmal nicht gesehen. Aber ich hab den Ammo noch mitgenommen. Ich hab den noch in den Ammo reingedrückt. Ich glaube, ich hab den Ammo noch nicht. Ja, leider. Strafsperre. Ja, da will ich. Der kann nicht reagieren. Verfolgung ist unterwegs zur Fertigung. Strafsperre steht zur Verhaftung. So, wenn der Heli mitzieht, kann ging. Strafsperre hat eine Fahrerflucht benötigt. Verstärkung. Geh doch mal weg mit deiner Mühle. Habe einen Strafzettel beendet. Das war mein 50. heute. Mein 50. Ich glaube, das war überhaupt erst der 50. Ja, man kann auch ein bisschen so mir lieber nur mit den Jungs. Da sind aber einige dabei, die ein bisschen schwer angeschlagen sind. Das ist dann eine Straßensperre. So, das war der zweite. Ein weiterer Porsche. Wir gab die Straßensperre gerade zur Festnahme vorrücken. Nägel auf der Straße. An alle Einheiten. Seid vorsichtig. Also den habe ich auch noch. Der hat auch noch einen. Zentrale Verdächtigung auf die Straßensperre umfahren. Okay. Ach, da. So, einen brauchen wir noch. Verstanden. Straßensperren ein Halt direkt vor euch stellen. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Straßensperren in 1054. Alle vorrücken. Das ist nicht wahr, ne? Oh, das ist nicht... Habe ich das Ding jetzt nicht geschafft? Doch, 4 haben wir geschafft. Leider nur 4. Aber es hat er gar nicht so doof gemacht, indem er mich dann nochmal mit da reingerast ist, mich noch ein bisschen nach vorne mitgedrückt hat, bin ich in die das scheiß Nagelband mit rein. Naja. Helikopterstufe 2. Schade, ich hätte ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht ein bisschen mehr dabei haben. Aber ja, dann haben wir das auch schon durch. Wir sind auf jeden Fall fertig für heute mit den Cops. Und jetzt gucke ich gerade mal, ob wir noch ein bisschen was so zur Verfügung haben. Oh, das gucke ich mir in der nächsten Folge an. Wir sehen uns dann wieder. Und dann sehen wir uns vielleicht schon mal den Racer wieder. Kann aber sein, dass wir noch mal ein bisschen Cops machen müssen.